In dieser Kugel verwelkter Blätter befindet sich eines der am besten organisierten Völker auf diesem Planeten. Die afrikanische Weberameise sowie die in Asien und Australien beheimatete grüne Weberameise sind die beiden einzigen Arten der Gattung Eukophylia. Weberameisen haben eine Methode des Nestbaus entwickelt, die von keiner anderen Ameisenart so perfektioniert wurde. Sie leben ausschließlich in Büschen und in Wipfeln von Bäumen. Dort nutzen sie künstlerisch die ihnen angebotenen Blätter. Einzelne Arbeiter verbeißen sich in die Blattränder. Andere halten sich gegenseitig mit ihren Mundwerkzeugen fest und bilden so eine Kette, um die Blätter heranzuziehen. Befinden sich die einzelnen Blätter in der richtigen Position, beginnen die Weberameisen die Blätter miteinander zu verbinden. Dazu nutzen sie die Seide, welche die Ameisen aber nicht selber erzeugen können. Nur die Larven besitzen diese Fähigkeit. Daher werden sie von ihren erwachsenen Schwestern vorsichtig zwischen die Mundwerkzeuge genommen und zu den Stellen transportiert, die verwebt werden müssen. So zusammengefügte Blätter bilden das Nest der Ameisen, in welchen sie Schutz vor Feinden und Wetter finden, ihre Jungen großziehen sowie die erjagte Beute eintragen. Im Laufe eines Kolonielebens werden viele dieser Nester gebaut und gleichzeitig bewohnt. Diese polydome Lebensweise ist bei Weberameisen besonders stark ausgeprägt. Wenn die zum Nestbau benutzten Blätter anfangen zu welken und das Nest nach und nach unbrauchbar wird, ziehen die darin befindlichen Ameisen einfach in ein neues Nest.